sind auf der Jazzahead 2012 mit Dr. Studnitzky. Nicht nur Trompeter, Keyboarder, Pianist, Autor, sondern jetzt auch noch Labelchef, oder? Stimmt so, ja. Netzwerkchef, würde ich eher sagen. Ah, Netzwerkchef. Okay. Und das heißt, du bringst diese neuen Platten alle auf dem Netzwerk raus. Nein, ihr habt schon ein Label gegründet, oder? Wir haben schon ein Label gegründet, wobei das Label natürlich Bestandteil eines Netzwerks ist. Ich meine, 360 Grad ist ja irgendwie das Schlagwort irgendwie, also dass man halt einfach natürlich ein bisschen umfangreicher, nachhaltiger, so ein bisschen im Großen irgendwie. Also es ist ganz lustig, ich falle dir jetzt ins Wort, weil ja, ich denke die ganze Zeit so, wenn das einer hätte schon vor 10 Jahren machen müssen, dann Stutt. Weil ich habe dich das erste Mal richtig gehört, da hast du irgendwie ein paar Soli bei Jordan Alani gespielt, Trompete. Dann, ich weiß gar nicht, dann kam Triband, dann mit Nils Landgren habe ich dich letztes Jahr irgendwie noch gesehen. Mit wem hast du nicht gespielt in den letzten Jahren? Und eben tatsächlich irgendwie sowohl Klavier als auch eben Keyboards und Trompete. Und diese ganzen unterschiedlichen Projekte, die sind ja immer in dir drin. Das ist ja nicht so, du bist ja irgendwie nicht so ein Typ, der sich so richtig festnageln lässt. Also auch beim Trio ist das ja so eine, das ist ja sehr offen und trotzdem irgendwie so ein Sound. Und jetzt kommt auf einmal Ki. Ich habe natürlich immer Kü gesagt irgendwie. Aber, und das ist wieder was ganz anderes. Und wieder eine Klangfarbe. Das ist vielleicht jetzt irgendwie stilistisch was anderes, aber das ist jetzt kein, das ist ein Parameter, mit dem ich genauso improvisiere oder rumspiele wie mit allen anderen. Also im Endeffekt geht es immer um dasselbe. Es geht immer darum, wie positionierst du dich als Musiker in einer Situation. Weißt, also einfach, es geht darum, wie spiele ich banddienlich oder wie spiele ich so, dass die Band gut klingt und dass die Band einen guten eigenen Sound hat. Wo halte ich die Klappe? Ganz wichtiges Thema. Also wo gehe ich zurück, damit neue Ideen entstehen? Und wann mache ich den entscheidenden Schritt nach vorne, um dem Ding irgendwie eine neue Wendung zu geben? Und das ist in jeder Band genau die gleiche Baustelle. Und das ist eigentlich genau das Thema, was mich in Musik interessiert. Okay. Also mir geht's, und das ist völlig unabhängig von Stilen und völlig unabhängig von Bands, eigentlich immer genau das gleiche Thema. Also wo positionierst du dich mit deiner Persönlichkeit, um die Band, um die Musik in dem Moment voranzubringen? Und dann ist es völlig egal, ob ich mit einer 10-köpfigen Elektroband spiele oder im Avantgarde-Duo oder sowas. Es geht immer um genau das Gleiche. Und oft ist es so, dass diese Band, ich spiele auch in einigen Bands, über die jetzt so die Jazz-Nerds eher so das Näschen rümpfen irgendwie. Und oft ist genau in diesen Bands eigentlich diese Gratwanderung um einiges schwieriger als jetzt in so einem Berlin-Avantgarde-Ding. Weil da muss, also gerade, oder auch in meiner Musik, die ja so ein bisschen simpler ist, ist man um einiges nackiger irgendwie. Ja, okay. Würdest du einen Namen nennen? Wie Namen? Was für eine Band ist das, über die Jazz-Nerds die Nase rümpfen? Hat die Jazz einen Namen? Also ich spiele zum Beispiel bei Mezzoforte. Das ist eine 80er-Jahre-Fusion-Band irgendwie. Die für jeden aus meiner Generation Gartenparty, genau. Das war zum Beispiel für mich, das war der erste Song, den ich im Fernsehen gehört habe, der mich eigentlich zum Jazz gebracht hat. Ich habe davor Klassik gehört und Nena oder was weiß ich irgendwas. Was 10 Jahre später A3 für die nächste Generation war Mezzo Forte für uns. Genau. Garden Party war das erste Instrumentalstück, wo irgendwie, da waren Klärchen Saxophone, da waren irgendwie Slappers. Ich habe da einfach immer noch einen riesen Respekt davor. Ich meine, das ist eine Band, die hat so viele Leute in einer gewissen Generation weltweit. Ich meine, ich spiele mit Mezzos auf der ganzen Welt, überall kommen total viele Leute, die davon beeinflusst sind. Das finde ich erstmal sehr respektabel. Und das ist auch eine Band, die spielt seit 35 Jahren zusammen. Das heißt, der wird eingezählt, da steht die wieder eins. Und zwar egal, ob in Kasachstan oder in was weiß ich wo. Das ist schon erstmal ein totales Paket, vor dem ich total Respekt habe. Und dann bin ich halt auch wieder in dieser Situation. Ich komme da rein als halt ein bisschen jüngerer Typ, der halt einerseits Respekt vor der Band hat, andererseits natürlich auch so ein bisschen denkt, 80er Jahre Fusion kann man ja nicht mehr bringen. Wie positioniere ich mich jetzt da? Also wo ist da die Gratwanderung, dass ich irgendwie den Bandsound respektiere und irgendwie natürlich den auch irgendwie feature oder den irgendwie natürlich auch stütze, und wo gebe ich dem Ding irgendwie eine neue Richtung? Das ist für mich eine totale Herausforderung. Und das ist eigentlich das Gebiet, das für mich am spannendsten ist. Und du siehst, da geht es überhaupt nicht um Stile und es geht auch überhaupt nicht um Noten oder um... Das ist eigentlich eine persönliche Entscheidung, die man da immer treffen muss. Und da wird es interessant. Ja, total. Also ich meinte das jetzt auch tatsächlich eher in so einem, du bist einfach jemand, der sich gerne in solche Situationen bringt. Und es ist auch so ein bisschen so diese Neugier, die dahinter ist.
du hast mit Triband ja eine ganz andere Musik gemacht hat als mit allen anderen Bands zu der Zeit. Das war ja, und das war irgendwie noch am, ich wollte jetzt gerade am meisten dein Ding. Stimmt gar nicht. Du bist, ist, glaube ich, immer dein Ding, wenn du dabei bist. So, es ist gar nicht so, du kannst dich da gar nicht so rausnehmen. Du gibst einfach alles. Klar. Du machst dann halt, wie du gesagt hast, irgendwie das, was die Situation erfordert. Genau. Und, klar, ja. Das bist du dann. Ja, ich meine, ich bin schon so ein emotionaler, also weißt, wenn ich ein Bauchgefühl habe, dann gebe ich Gas und renne dem hinterher. Also wenn mein Bauch sagt, ich will das und das machen, dann hocke ich mich nicht erst hin und überlege, ob das gerade hip ist, ob das cool ist, ob ich das vielleicht bla bla bla, sondern ja, ich mache es irgendwie. Und, also das und fahre damit total gut und merke, dass es für mich persönlich genau darauf ankommt. Das ist das, was mich auch eigentlich an anderer Musik interessiert. Also mich interessiert weder Töne noch Harmonien noch irgendwie sonst etwas, sondern mich interessiert eigentlich ein persönliches Statement. Und ich weiß, dass ein persönliches Statement kommt aus meinem Bauch und aus meinem Herzen. Weißt du, ich meine, so kitschig das klingt, aber das ist Musik für mich. Also Ausrufezeichen irgendwie. Und dann sind halt auch diese ganzen Diskussionen über Stil und German Jazz und bla bla bla. Das ist dann alles relativ unwichtig. Du hast eben Mezzo Forte gesagt, ist das quasi, war das deine Island-Connection? So war das irgendwie? Das war auf jeden Fall die erste Island-Connection, klar, mit denen spiele ich jetzt seit 6-7 Jahren und klar, wir arbeiten, proben, rekorden, mischen natürlich immer in Island, ist natürlich toll, klar, tolles Land und so. Reykjavik, die hipste Stadt der Welt. Wenn ich hier so die Typen aus Reykjavik sehe, wir erkennen die immer sofort, weil das sind die mit den unglaublichsten hipsten Klamotten, den coolsten Brillen, den größten Bärten. Ganz genau. Also ich meine, das ist natürlich klar, eine super Szene, total kreativ und natürlich auch super übersichtlich. Also Reykjavik, Island ist ein Kaff. Weißt du, da kennst du die Musikszene, kennst du nach einer Woche irgendwie und es sind die gleichen 20, 25 Leute, die da in verschiedenen Kombinationen unfassbar kreatives und buntes Zeug machen. Also ich habe erst vor 2 Wochen mit meiner Band auf dem Festival gespielt in Reykjavik und alle isländischen Bands, die du gespielt hast, die waren so krass anders. Jede Band hat einen komplett eigenen Sound gemacht. Und zwar auch so ein Sound, wo du erstmal, wenn du das so ein Flyer liest, also ich Funk Big Band, also weißt, wo du erstmal eigentlich auch wieder das Näschen rümpfen würdest, bis du die Typen auf der Bühne siehst und merkst, wie aus dem Herz und aus dem Arsch diese Musik kommt irgendwie. Also ich finde, ja klar, ich bin ein totaler Island-Fan inzwischen, habe natürlich auch ganz viel andere Projekte jetzt inzwischen auch schon gemacht. Ja. Was ist das ADHD? ADHD, ADHD, genau. Das ist eine Band um den Saxophonisten, mit dem ich bei Mezzo Forte spiele. Was auch so ein Typ ist, der spielt Saxophon in einer Fusion-Band weltweit, ist dafür eigentlich bekannt, hat aber halt parallel auch ein Duo mit Skuli Sverrisson, was genau das Gegenteil ist. Also eigentlich ruhig, schlicht, also fantastische Band. ADHD ist eine sehr, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen Scofield, Agogo, bisschen kranker, ein unfassbar schönes Quartett und gute Freunde inzwischen und die releasen wir auf unserem, jetzt nächstes Stichwort, auf unserem Netzwerk-Label. Kannst du den Namen ruhig nochmal sagen? Contemplate heißen wir. Ja, ich meine, das ist. Genau, und kommt jetzt gerade die neue Platte von denen raus und wir versuchen auch gerade so diese Brücke nach Island, Berlin, da versuchen wir eigentlich so eine gewisse Connection zu etablieren. Okay. In beiden Richtungen. Es gibt da einige Bands aus diesem Umfeld, die ich unfassbar toll finde und wir arbeiten dran, die so ein bisschen hierzulande zu etablieren und andererseits wieder Künstler aus Berlin irgendwie nach Reykjavik zu schicken und so weiter. Woher kam der Name Contemplate? Ich meine, das heißt das Nachdenken, oder nicht? So ja, so eine Mischung aus Meditieren, Nachdenken. Und dann, ach, das ist Plate ist auch noch drin und Template ist auch noch drin. Ja, vielleicht. Du interpretierst jetzt natürlich viel mehr rein als wir. Ich meine, Namen sind auf eine Art Schall und Rauch. Ich meine, man muss den Dingen Namen geben, dann überlegt man irgendwie einen Namen, dann guckt man beim Patent und merkt, die sind alle besetzt und geht so eine Liste runter und irgendwann kommt einem wieder irgendwie so ein Geistesblitz und dann checkt man den durch und merkt, hey, der ist ja frei, Contemplate ist frei, oh geil, super, Contemplate, ey, ist eigentlich, und das ist ja ein Wahnsinnsname, stimmt, da ist ja Plate drin und Template ist Wahnsinn. So. Okay, super. Ja, dann, aber ich meine, wir haben eben schon drüber gesprochen und die ist ja auch zufällig hier jetzt dabei. Ja, yeah, klar. Ich glaube, ich habe erst eine gehabt, wo das nicht mit drauf stand, ne? Das kann sein. The New Studnitsky Project. Kann sein, ja. Erzähl mal ein bisschen was. Du, ich meine, man sieht dich jetzt nicht so als jemanden, der irgendwie die ganze Zeit am Meer abhängt und so entspannte Musik macht, aber das muss auch passieren anscheinend. Also ich mach, glaube ich, schon immer eher entspannte Musik oder so, oder ich mag schon eher so ein bisschen ruhig entspannt. Das ist schon eher falsch formuliert. Nicht, also nicht musikalisch, sondern als Typ her.
Ja, aber auch da war es so. Ich habe ein halbes Jahr mit meiner Familie in Portugal gelebt, am Atlantik, in so einem Haus auf der Klippe. Ja, also klingt toll, war auch sehr toll. Und das war auch so eine Phase, da habe ich ziemlich viel Musik geschrieben, irgendwie auch für ein paar größere Projekte irgendwie, und habe halt mir da ein Haus klar gemacht, in dem man recorden kann. Flügel reingestellt, mein ganzes Equipment dahin geschickt, und wir waren da einfach ein halbes Jahr mit der Familie, und ich habe dann eigentlich alle Bands immer nach Portugal quasi eingeladen, um dann dort die Produktion zu machen. Klingt fantastisch, war auch fantastisch. Und klingt fantastisch. Ja, und das saß halt, wenn du da aus dem Fenster rausguckst, hat es halt ungefähr so ausgesehen wie hier auf dem Plattencover. Also einfach sehr entspannt, unglaublich inspirierend. Du guckst aufs Meer, bist weit weg von Hype und Stilistiken und bla 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 und Skalen und Tönen und so. Und lässt sich halt einfach von so einer Stimmung inspirieren. Und so ist diese Platte entstanden irgendwie. Und ja, ich habe die Kai genannt. Also ich habe so eine Art Künstlername eigentlich, weil ich... Eigentlich so, ich wusste genau, wenn die in Deutschland rauskommt und unter meinem Namen, dann geht es da wieder darum, ach, der Jazz-Trompeter und bla, und ist das noch Jazz oder spielt er genug Trompete, spielt er schnell genug, spielt er kompliziert, bla. Das wollte ich eigentlich alles so ein bisschen vermeiden und habe gesagt, hey, das Ding, da geht es um eine Atmo und um eine Vibe auf der Platte, und das ist fertig. Ja. Das muss jetzt überhaupt nicht in irgendeinen anderen Kontext gestellt werden. Irgendwie. Wenn man dir so zuhört, könnte man meinen, dass du so ein bisschen genervt bist, auch so bestimmte Vorgänge und so. Ich weiß nicht, also. Durchaus. Also genervt nicht, aber ich meine, ich reise extrem viel durch die Gegend. Mit den ganzen Bands, in denen ich so spiele, spiele ich halt in allererster Linie im Ausland und merke halt, dass halt schon natürlich jedes Land hat so seine Herangehensweise an Musik. Ich bin auch deswegen gerne in Island, weil halt in Island eine sehr emotionale, sehr kreative Herangehensweise an Musik herrscht. Also da hat man einfach keine Angst, irgendwie seine Gefühle zu äußern. Und Deutschland ist, aus welchen Gründen auch immer, es ist ein Klischee, aber ich habe auch durch meine Reisereien gemerkt, dass viele Klischees halt doch irgendwo dann doch stimmen. Deutschland ist einfach ein sehr verklemmtes, unemotionales, sehr kopfiges Terrain irgendwie. Also, und so ist halt auch die Musik hier. Die ist halt verkopft und blau, und man hat Schiss irgendwie vor was Schönem, muss sich sofort rechtfertigen, wenn etwas so ein bisschen simpler ist. Sobald etwas kompliziert ist, denken alle, oh toll, toll, toll. Ich meine, ich habe meine Ablehnung für eine Goethe-Institut-Förderung gekriegt mit der Begründung, meine Musik wäre zu grooveorientiert. Verstehst du? Ich meine, also sowas wird in Amerika ist klar, Musik muss grooven in erster Linie. Genau, also verstehst du, Musik muss grooven, natürlich, klar. Und Musik ist für mich Emotion, und ich bin schon genervt über diesen deutschen Reflex, weil es den es so gibt, dass man sagt, okay, dass man sich so von einer gewissen Komplexität grundsätzlich immer erstmal blenden lässt. Ja. Und aber wenn man das jetzt umdreht, ist das denn auch im Publikum so? Nee, oder? Natürlich nicht, klar. Ich meine, das ist ja da werden die Karten ganz anders gemischt. Also ich meine, das weiß ich ja auch durch meine ganze Reiserei, dass natürlich das, was sich jetzt in Jazzmedien abspielt oder in Feuilletons, natürlich eine totale Scheinwelt ist irgendwie. Also wenn du in ein Konzert gehst, machen ganz andere Typen die Hallen voll als die Typen, die Feuilletons oder die Titelseiten voll machen irgendwie. Das ist halt einfach so irgendwie. Und aber das ist interessant, weil nämlich genau das ist sowas, was in Deutschland, glaube ich, noch, das ist noch so ein Lernprozess. Denn wir sind ja jetzt gerade hier auf der Jazz Ahead, wo auch viel eben es darum geht, dass man eben deutsche Musik ins Ausland bringt. Und immer wieder, alle reden immer wieder von Norwegen. Und da denke ich immer so, ja, aber guckt euch Norwegen mal richtig an. Also überlegt mal, was die damals gemacht haben. Die haben nicht gesagt, irgendwie, da treffen sich drei Typen und sagen irgendwie, also die sind richtig gut. Die kennt zwar keiner bei uns und die verkaufen auch nicht. Und die Konzerte, naja gut, da gehen halt 20 Leute hin und die gehen nach der Pause. Ja, ja. Aber im Ausland finden die bestimmt richtig gut. Nee, die haben ihre Stars genommen gesagt, okay, die Leute, die erfolgreich sind, die eben auch ein Publikum haben, ich spiele seit Jahren mit Nils Landgren irgendwie. Ich meine, der kriegt keine Kulturförderung aus Schweden natürlich. Ich meine, aber der macht natürlich trotzdem die Läden voll irgendwie. Ja. Und also ich persönlich, ich meine, klar ist es schön, immer hier und da mal eine Förderung zu kriegen und so. Klar, wir sind natürlich alle Jazzmusiker sind natürlich ständig mit dem Rücken zur Wand irgendwie. Und da ist natürlich jede 100, 500, 5000 Euro Zuschuss zu irgendeiner Produktion oder zu irgendeiner Reise sind natürlich Gold wert. Da kann man natürlich total viel reisen irgendwie. Aber andererseits... Klar, man läuft ja über die Jazz Ahead und sind halt tausend Stände von irgendwelche regionale Stände, die halt ihre Musiker eigentlich ins Ausland verkaufen wollen irgendwie, und guckst viele Sachen an und merkst, hey, irgendwie die Ausstrahlung fehlt irgendwie. Und so ein bisschen verkrampft ist es natürlich auch bei dieser Diskussion um Jazz in Deutschland ins Ausland verkaufen, bla, sehe ich auch so. Also mir fehlen auch halt irgendwie so die Typen irgendwie. Also mich selber interessiert vieles von dem, was ins Ausland verkauft werden soll,
interessiert mich auch in, also in Deutschland nicht irgendwie. Also ja, das meine ich ja, genau. Das ist also so, da wird uns im Endeffekt eine wahnsinnige Kohle verbraten, um da irgendwelche Trios um die Welt zu fliegen, wo du sagst, wo ich dann irgendwie mit anderen Bands auf dem gleichen Festival spiele und von den Festivalleitern höre, hey, oh Mann, die schicken uns immer irgendwie so kopfiges Zeug aus Deutschland oder so. Weißt du, also ich meine, das ist, ich bin die Latsches hier natürlich in sämtliche Fettnäpfchen, aber das ist ja auch... Dafür sind wir hier. Genau, dafür bin ich ja bekannt. Klar, aber das ist so ein bisschen... Also für mich ist auch, weißt du, so ein Ausdruck wie Pop-Akademie oder German Jazz, das ist für mich unglaublich unsexy irgendwie. Also, weißt du, Miles Davis ist irgendwie... Also, es geht um Typen und es geht um Charaktere irgendwie. Ja. Und da irgendwie so eine Schublade Live zu machen Evil, und sagt... Der Prince of Darkness, dann die Pop-Akademie. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja gut, aber um jetzt nochmal so einen kleinen Bogen zu schlagen, wenigstens kriegst du es ja hin, dass du dich davon nicht irgendwie, du lässt dich ja nicht entmutigen und du sagst ja nicht irgendwie, ja, dann macht euren Scheiß alleine, ich gehe jetzt irgendwie, ich mache jetzt eine Bar auf in Portugal, sondern du machst eben deine Musik und nimmst es jetzt selbst in die Hand mit Contemplate und sagst irgendwie, das ist mein Label und jetzt irgendwie mach ich das. Ich meine, es gibt, halt gibt ja ein Bedürfnis, also es gibt ja, erstens gibt es gibt natürlich coole Bands und es gibt auch ein interessiertes Publikum und die muss man natürlich zusammenführen irgendwie. Ja. Und das ist natürlich im Jazz natürlich auch genauso schwierig wie überall, aber im Jazz hast du auch diese Mühlsteine. Auf der einen Seite halt dieser kommerzielle Jazz, Lifestyle-mäßig mit viel Kohle und Promo-Budgets, der halt eh schon die Blätter zu 80% dicht macht irgendwie, wem sag ich's. Auf der anderen Seite halt so Kulturförderung, Avantgarde und sich da dazwischen zu quetschen, gerade wenn du halt so eine Musik machst, weil sie halt weder Pop ist irgendwie, also und weder alle Pop-Klischees bedient, noch irgendwie alle Avantgarde-Klischees bedient, sondern einfach nur eine Musik ist, die halt so ist, weil ich sie so machen will, weil sie irgendwie halt aus dem Herz oder was weiß ich was kommt. Sich da dazwischen zu quetschen, ist relativ kompliziert und wir bündeln da halt einfach so ein paar Kräfte von so ein paar Leuten in Berlin, die halt ein bisschen ähnlich ticken. Ja. Und das Wichtige eigentlich, also was jetzt so ein bisschen die Strategie hinter unserem Netzwerk ist, alle Bands, die wir eigentlich vertreten und die bis jetzt in unserem Netzwerk sind, das sind alles Bands, die von sich aus eigentlich auf den Beinen stehen. Mhm. Weil es sind keine Bands, die mit einem riesen Promobudget aufgeblasen werden und sobald die Kohle, sobald die Luft rauslässt, ist die Promoblase weg und keiner kennt es mehr. Sind auch keine Dinger, die jetzt irgendwie es gibt, weil es eine Kulturförderung gibt, sondern es sind Bands, die gibt es, weil die diese Musik machen müssen. Ja. Und die machen die, egal ob vor zwei Leuten spielen oder vor 2000 oder vor 20.000. Und es sind Bands wie Jazzanova, die weltweit eine Marke sind, die überall spielen. Das ist eine Band wie Mezzoforte, die weltweit eine Marke ist und überall spielt. Das sind aber auch Bands wie meine Sachen, spielen ständig mit meiner Band einfach. Ja. Und im In- und Ausland. Und das ist das Konzept. Wir fördern solche Dinger, die eigentlich eh schon funktionieren. Denen geben wir halt so ein bisschen so ein administratives Netzwerk, um die einfach so ein bisschen zu pushen. Ich glaube, also Nils Wölke hat irgendwann mal gesagt, so das Schlimmste für ihn ist, dass Leuten die Authentizität abgesprochen wird. Dass die so tun, weil sie eine Musik machen, die nicht in ihr Raster passt, dass die deswegen nicht authentisch sind. Aber jede Band, die irgendwie... Also das finde ich so schlimm. Mhm. Ich finde, keiner stellt sich hin, also oder kaum einer stellt sich hin und macht eine Musik irgendwie, an die er nicht glaubt. Warum macht er die dann? Also Bands, die dafür brennen, leidenschaftliche Bands. Klar, also ich fange nochmal anders an. Ich glaube, es gibt sehr viele Bands, die einfach eine Musik machen, die nicht in bestimmte Raster passt, die eben gerade auch in diese Förderungsraster nicht passt und die nicht in so öffentlich-rechtliche Raster passt und so, die aber genau diese Musik machen wollen. Also so wie du eben gesagt hast, 80er Jahre Fusion Jazz. Da gehen bei ganz vielen Leuten gehen so die Alarmglocken an. Ja, aber die das machen, die machen das ja nicht, weil sie irgendwie meinen, das müssten sie jetzt machen, weil sie da irgendeine Förderung kriegen oder so. Im Gegenteil, die machen das, obwohl sie keine Förderung kriegen, weil sie das richtig gut finden. Ja, ja, klar. Und da gibt es ja so viele Beispiele. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele positive Beispiele, weißt, von Bands, die sowas machen und damit auch eigentlich echt auf die Füße, auf die Beine kommen, in verschiedenen Größenordnungen. Also die damit touren, national, international. Aber das Business kann ganz oft mit solchen Bands nichts anfangen. Also die blasen lieber etwas, also... Die stehen halt lieber drauf, einen Newcomer zu nehmen und den groß aufzublasen irgendwie. Und verstehen aber nicht, dass es irgendwie einige Bands gibt, die eigentlich schon total am Start sind. Weil die eigentlich schon laufen und die man mit einem Bruchteil des Budgets total pushen könnte. Ja. Also ich meine, von der Kohle, die irgendwie, was weiß ich, der ein oder andere Major irgendwie in eine Promo steckt, da können wir 10 CDs davon machen.
Ich warte, ich bin gespannt. Und das ist unser Konzept. Ich bin mal gespannt auf die nächsten 10. Die kommen auf jeden Fall. Vielen Dank. Genau. Bitteschön.